Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zum Weekly Nummer 2. Wir sind eine Woche vor der Gamescom, das bedeutet, so viel Filmmaterial habe ich gar nicht zur Verfügung. Gibt natürlich trotzdem noch einige Sachen zu besprechen und ich habe sogar eine neue Kategorie am Start, die ziemlich sinnvoll sein könnte. Beginnen wir erstmal mit der schlechten Nachricht. Gitarre habe ich nicht viel geschafft. Diese Woche in Berlin bestand hauptsächlich darin, dass ich wirklich Aufnahmen mache. Sei es mit anderen, beziehungsweise ich selbst habe versucht, auch so viel wie es geht zu streamen und wirklich Material zu haben für die Gamescom. Na, wir werden über die GC nachher noch sprechen, für diejenigen, die dorthin gehen und vielleicht mich auch sehen wollen. Fakt ist aber, gitarrentechnisch, bin ich ehrlich, es gibt auch Wochen, wo man einfach eiskalt nichts schafft. Bezogen auf den Sport ging allerdings alles ganz gut. Das bedeutet, Robert gibt mir monatlich einen neuen Plan, eine neue Phase, na, und diese haben wir ein kleines bisschen ausprobiert. Das bedeutet, wenn ich Fortschritte in einem Bereich mache, versuchen wir einen anderen, schwächeren Bereich zu stärken. Diese Phasen sind auch logisch miteinander aufgebaut, damit ich Dinge besser gestalten kann. Das heißt, in der letzten Phase haben wir viel Hammer Curls gemacht, damit ich im neutralen Pull-Up deutlich besser aussehe. Denn die Griffposition bei den Klimmzügen zu ändern, hat eine massive Wirkung. Das bedeutet, man kann ja sich neutral hochziehen und dann supiniert und proniert heißt es, glaube ich. Na, und das alles ist unterschiedlich anstrengend. Einige haben auch gefragt, ob ich mal meinen Essensplan zeigen kann. Das Ganze geht nicht, den fertigt der Robert für mich persönlich an. Und wenn ich den mit euch so einfach scheren würde, dann braucht er seinen Job nicht zu machen. Ich habe überlegt, ob ich euch Fotos von verschiedenen Mahlzeiten, die ich so zubereite, mache, damit ihr eine gewisse Grundidee habt, wie das Ganze aussieht. Denn um auf 10% zu kommen, muss ich sagen, ist es halt nur Essen. Ich wiederhole mich da. Fakt ist aber, dass jetzt der Plan ist, einmal im Monat zu messen, um wirklich prozentuale Werte zu sehen. Beim letzten Mal habe ich nämlich nicht erwähnt, was mein Startwert ist. Und aktuell befinde ich mich bei 19,8% Körperfett. Das Ganze, wie gesagt, soll reduziert werden. Ob es bis zum Winter die 10% wird, ist ziemlich unwahrscheinlich, wenn man ehrlich ist. Sondern eher, dass man 3, 4, 5% verliert. Das wäre schon not bad. Na, und ein anderer Fakt, der quasi meine sportliche Fitness betrifft, ist die Tatsache, dass ich mir einen Stehtisch geholt habe. Das Ganze hatte ich schon länger geplant und im Stream habe ich euch da so ein bisschen gefragt, ob ihr da Favoriten habt, will ich mal sagen. Das Ganze ist nun passiert. Ich bin der stolze Besitzer eines Stehtisches. Seht ihr das? Wie cool das ist. Ich kann jetzt hier sogar squatten. Na, super krass. So, aber das ist mir viel zu niedrig. Ja, am Anfang ist es so ein kleines Spielzeug. Der Plan von dem Stehtisch ist auf jeden Fall, mir ein bisschen mehr Rückenfreiheit zu geben. Das bedeutet, wenn ich hier viel sitze, dann kriege ich wirklich richtig Rückenschmerzen. Das ist irgendwie nur in Leipzig so, vielleicht liegt es an dem Stuhl. Fakt ist, dass ich jetzt eine gesunde Mischung habe, indem ich ab und zu sitze, auf dem Stuhl chille und dann natürlich Momente habe, wo ich einfach nur stehen will. Und das Ganze kann ich mehr oder weniger frei wählen. Ist super nice, okay? Es ist wirklich ein deutlich, deutlich größerer Vorteil und auch diese Aufnahmen, wie man sehen kann, entstehen natürlich auch im Stehen. Entstehen, gute Wortwahl. Na gut, kommen wir nun zu den besonderen Dingen in der Woche. Mein Sohn wurde eingeschult. Man merkt, dass die Zeit auf jeden Fall sehr schnell vergeht, weshalb ich diesen Freitag auch nicht kommentiert habe, weil ich das Ganze vorbereiten musste. Am Samstag haben wir dann entsprechend die Einstellungsfeier gemacht und man merkt natürlich, dass der Kleine mittlerweile sehr, sehr groß wird. Ne? Er geht in die Schule. Die wahre Hölle beginnt. Bei mir persönlich sind aber auch noch andere Dinge passiert. Und das bedeutet, erstens habe ich neuen Merch zur Verfügung. Das Ganze habe ich bereits auf Twitter und auf Instagram schon gezeigt. Das heißt, die Idee mit dem Gesicht ist natürlich über meine Thumbnails mehr oder weniger entstanden. Wenn ihr einen Blick in die Beschreibung werft, werdet ihr feststellen, dass es dort einen Link gibt, der zu dem Shop führt. Na, falls ihr Lust habt, das Ganze könnt ihr noch bestellen. Und auf der Gamescom gibt es auch eine limitierte Anzahl davon. Wir wollten mal testen, wie so ein Face ankommt. Na, vielleicht ist es ja auch übelster Schwachsinn, so einen Merch zu machen. Sei es mal ehrlich. Gut, kommen wir nun zu meinem Gamescom-Plan. Ich habe überlegt, ob ich das Ganze jetzt so ein bisschen runterratte, aber ich nenne euch quasi nur die Kernpunkte. Das bedeutet, ich packe in die Beschreibung, was für Uhrzeit ich da bin. Und ihr könnt mir ganz einfach auf Twitter folgen, weil ich da jedes Mal den Tweet anpinnen werde, der meinen aktuellen Tagesablauf darstellt. Das heißt, ihr steht auf, VZ Gamescom, guckt auf Twitter, wo ist Maxim? Boom, es steht immer aktuell da. Besonderen Augenmerk möchte ich natürlich darauf legen, dass ich bei Wargaming wieder dabei bin. Das Ganze dreimal. Das bedeutet zweimal am Samstag und einmal am ersten Tag am Mittwoch. Ganze 13:30 Uhr, das wird immer in Halle 8 sein und ich glaube, Max ist auch ab und zu mal dabei. Wir spielen World of Tanks, World of Warships mit einem Dancepad anscheinend. Na, und auch Pagan Online soll ebenfalls mit dabei sein. Schaut auf jeden Fall gern vorbei. Es ist an sich eine gesunde Mischung und der Freitag bei mir wird sehr castlastig, weil wir da natürlich die Premier Tour haben. Generell habe ich, wie gesagt, die Bitte, folgt mir auf Twitter oder schaut hier in die Beschreibung, dann wisst ihr alles. Ich weiß, es ist ein bisschen komisch für diejenigen, die nicht auf die Gamescom gehen, aber diese Informationen möchte ich schon mit euch teilen. Denn es gibt auch sehr viele, die sagen, hey, Maxim möchte dich gerne sehen und anfassen. Gut, und damit kommen wir quasi zur neuen Rubrik. Und in dieser werde ich ganz einfach nur auf Community-Fragen eingehen. Das bedeutet, in den Kommentaren antworte ich ja relativ selten. Und es gibt Punkte, die euch auf jeden Fall beschäftigen und die möchte ich so ein bisschen ansprechen. Na, der erste Punkt ist dann natürlich die Themenwahl an sich. Das bedeutet, viele waren dafür, hey, äußere dich zu politischen Themen. Und viele haben gesagt, nee, das soll Politik frei bleiben. Das bedeutet, die Meinungen gehen da so ein Stück weit auseinander. Ich werde gucken, dass ich das wahrscheinlich jede 2 Wochen einbaue und die Community-Abteilung mit euren Kommentaren auf jeden Fall drin lasse. Denn eine Frage, die aufgekommen ist, hey Maxim, du hast ja diese beiden niedlichen Vögel da gehabt.
Naja, kannst du dir nicht mal vorstellen. Und ja, wir haben schon seit ein paar Wochen jetzt mittlerweile die Vögel am Start. Ja, das ist der gute Fritz, der ist gelb und Paul, der ist blau. Vielleicht auch eine Paula, wir wissen es nicht ganz. Fakt ist auf jeden Fall, dass diese Vögel recht zahm sind. Das bedeutet, man kann die auf die Hand nehmen. Das haben wir am Anfang sehr, sehr viel gemacht. Aber mit der Zeit werden die schon etwas wilder. Die Besonderheit liegt ein bisschen bei Fritz, denn der hat irgendwie sehr, sehr kurze Federn. Ich weiß nicht, ob das eine Krankheit ist oder ähnliches. Fakt ist, er kann nicht fliegen. Er kann so ein bisschen gleiten, das ist kein Problem. Aber manchmal stürzt er ganz einfach irgendwo hin. Das bedeutet, wir gehen morgens runter und müssen erstmal Fritz suchen, beziehungsweise ganz vorsichtig gehen. Wenn wir einen Blick in den Käfig werfen und er nicht drin ist, dann heißt das, dass er irgendwo auf dem Boden rumkrabbelt und wir ihn da nicht zermatschen dürfen, beziehungsweise die Kinder oder ich ihn ganz einfach auf unsere Hand nehmen können. Also er ist auf gewisse Art und Weise zahm und dann packen wir ihn in den Käfig. Sind auf jeden Fall ganz nett. Das war ein Geburtstagsgeschenk für Diana, die beiden Vögel. Weil früher hatten wir auch Wellensittich gehabt, beziehungsweise Diana auch einen Papagei. Und das Ganze haben wir so ein kleines bisschen wiederbelebt. Dann natürlich auch die Kinder etwas davon haben, Haustiere zu besitzen. Und eine letzte Frage, die mir häufig gestellt wird, ist: Maxim, woher kommt die Motivation? Ich mache ja, wie man sehen kann, relativ viele Dinge gleichzeitig und es macht mir Spaß. Wenn natürlich ein gewisser Stressfaktor dabei ist, gerade wenn es auf die Gamescom zugeht. Und die Motivationen sind eigentlich unterschiedlichster Natur. Das bedeutet, Motivation von außen ist immer sehr, sehr leicht. Ich werde unfassbar hart dafür belohnt, wenn ich mehr mache. Okay, es gibt Berufe, wo das Ganze nicht der Fall ist, weshalb es schwer ist, sich zu motivieren. Das heißt, wenn ein Erzieher ein absoluter Tryout ist und 10 Stunden am Tag bleibt, wird er dafür nicht direkt belohnt. Es gibt natürlich einige, die dann quasi die Überstunden auszahlen oder kann dann quasi frei machen. Das kann man als Belohnung mehr oder weniger sehen. Aber bei mir ist es auf jeden Fall auf finanzieller Basis und mein Job macht mir sowieso Spaß. Und bezogen auf die sportlichen Aktivitäten musste ich mich zuerst mit der Kamera anfreunden. Also diese als Tool zu nehmen, sich selbst zu forcieren, ist auf jeden Fall not bad. Irgendwann kommt dann so der Punkt, wo man halt von alleine sehr, sehr, sehr viel macht. Zumindest was diesen Sportaspekt angeht. Ich muss aber dazu sagen, dass ich nicht in allen Sachen perfekt bin, okay? Das heißt, gitarrentechnisch gesehen habe ich diese Woche gar nichts gemacht. Jetzt ist gerade Sonntag, das heißt, wenn ich das Video fertig geschnitten habe, dann werde ich vielleicht noch ein kleines bisschen spielen. Technisch gesehen wird das aber auch schwierig, weil heute Abend habe ich noch einen Stream. Das heißt, für Arbeitsdinge sich zu motivieren, ist auf jeden Fall machbar, aber es ist sehr, sehr schwer, dann diese kleinen Bonusdinge ebenfalls dazu zu nehmen. Grundsätzlich arbeite ich aber sehr, sehr gerne mit einem Belohnungssystem. Sei es auch bei sehr, sehr kleinen Dingen, okay? Das heißt, wenn ich gut Sport gemacht habe und gemerkt habe, hey, heute war ein guter Tag, dann gönne ich mir etwas. Bei mir ist es meistens so das Sushi, na, das ist etwas, was teuer ist, na, und aber auf der anderen Seite natürlich lächerlich gut schmeckt. Und das sind so die kleinen Dinge, die ich mir mehr oder weniger gönne, die den Körper am Laufen halten. Aber die Hauptmotivation ist wirklich, ich werde dafür belohnt. Na, ich bin einfach so ein Pavlovscher Hund. Ich fange schon an zu sauern, wenn ich nur Twitch aufmache, okay? Sehr schwierig. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Nächste Woche wird es natürlich sehr, sehr Gamescom-lastig, weil das natürlich meine Hauptsache ist. Für diejenigen, die aber Bock haben, mich quasi zu sehen, den würde ich raten, mir auf Twitter zu folgen. Da halte ich euch up to date, beziehungsweise hier ganz einfach in die Beschreibung für die Gamescom-Pläne. Ich weiß, ich wiederhole mich da, aber es ist nun mal die wichtigste Woche im Jahr. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.